Aus Pyros, heute stelle ich euch mal das ID Nord bzw. ID Süd Sortiment für das Jahr 2022-2023 vor. Vorab schon mal eine gute Info: Die Preise im Aldi sind nicht gestiegen. Ich habe hier als Fotomaterial das Prospekt von 2020 genommen. Hier sind die Preise ja noch mit dieser Mehrwertsteuersenkung drin, welche es in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Das war ja damals einmalig. Die Quellen, dass das Sortiment gleich geblieben ist, sind von Pyro in Germany und Holzfeuerwerk. Die haben auf Instagram einen Post gemacht aus einer Aldi Süd Filiale, wo immer jedes Jahr ein Ausstellungsmodell ist, was jetzt aufgebaut wurde, wo man sehen kann, dass die Preise sich nicht verändert haben, lediglich die 3% Mehrwertsteuersenkung sind nicht mehr vorhanden. Die beiden Accounts werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken und dann würde ich sagen, fangen wir hier mit der Prospektvorstellung einfach mal an. Hier hätten wir einmal das Lollipop, das ist ein neues Familiensortiment, ähnlich den Family Stars, wie ich finde, für 4,99 € dieses Jahr. Also ich sag's gleich mit den neuen Preisen, sonst wäre es ja recht sinnlos. Das ist ein schönes Set, wie man hier sehen kann, auch 4 F1 drin, also hat man auch was unter mir. Und allein die Raketen, finde ich, sind eigentlich schon die 5 Euro wert. Dann hätten wir hier einmal noch die Van Gogh. Für 6,99 € schöne Cake ist die umgelabelte Uranus oder die andere Labelung, wie auch immer man es nennen möchte. Gibt es auch im Lidl, also wer nicht zum Aldi geht, kann sich das auch im Lidl mitnehmen. Aldi Nord und Aldi Süd haben ja in diesem Jahr dasselbe Sortiment, deswegen gibt es dieses Jahr auch eine große Erneuerung. Hier hätten wir einmal die Weco Eruption, ist die Elysium aus dem Lidl, die dort ja aus dem Sortiment geflogen ist. Wo man sagen muss, verstehe ich nicht wieso. Aber dafür gibt es hier jetzt im Aldi für 2,99 €. Dann hätten wir einmal die neue Artus. Die ehemalige Artus ist ja damals Poison gewesen. Die heißt jetzt in ganz Deutschland Poison. Und die Artus ist jetzt eine 10-Schuss Pyromult-Batterie mit 18mm Kaliber, 10-Schuss für 2,99 €. Wo ich mal sehr gespannt drauf bin, ist die Tristan, eine 19-Schuss Pyromult-Batterie mit 20mm Kaliber. Mit Kometenaufstiegen in Rot, grünen und blauen Sternenbouquets, mit Popping Stars, brennt ca. 30 Sekunden, hat eine Effekthöhe von 35 Metern für 4,99 €, macht man da glaube ich nicht viel verkehrt. Dann hätten wir hier einmal eine Neuheit und zwar die Parzival, 72 Schuss Cake für 6,99 €, ähnelt von dem Aufbau ein bisschen der Happy Sky, weiß ich auch nicht, ob das dieselbe Cake ist. Bei mir die Neuheit Big Boom Bestick. Im Aldi gibt es kein Komet mehr. Vorher gab es ja die Komet Big Boom und das ist sozusagen der Ersatzartikel für. Sieht fast 1:1 gleich aus. Ich denke mal, Vico hat da einfach den Effekt kopiert. Oder hat da mit Komet irgendwelche Verträge gemacht. Zumindest 20 Schuss gefächert. 25mm Kaliber. Für 10 Euro kann man sich mal zum Testen mitnehmen. Dann haben wir die Rockstar, eine 56-Schuss-Batterie für 13,99 €. Ja, bin ich ein bisschen pessimistisch gegenüber, weil so viele Schuss, 20mm für 14 €, weiß ich nicht, ob da so viel rauskommen kann, aber man kann sie sich ja mal zum Testen mitnehmen. Die Videos dazu gibt es übrigens auf der direkten Lego-Homepage, bei den Instagram-Beiträgen von den beiden vorhin genannten, sind die QR-Codes mit drin. Dann gibt es jetzt noch neu die Eternity, ist eine 44-Schuss-Batterie für 16 € mit 25mm Höchstkaliber, auch etwas kleiner, wie man da oben sieht. Ja, kann man sich mal zum Testen mitnehmen, genauso wie die Dragonfire, die gibt es jetzt auch deutschlandweit, ich glaube, die gab es vorher schon im Aldi Süd. Bin mir jetzt auch nicht sicher, warte mal mit dem Licht, sodass wir ja ein gutes Bild haben. 1990, 51-Schuss, ja, kann man mal testen. Die Kubis von Weco jetzt, nicht mehr von Komet, 15er Schachtel, 6 € kann man sich mit dem Standardpreis. Entschuldigung. Dann haben wir hier die Blowout, die gab es auch vorher von Komet, 1999, wird denke ich mal auch dasselbe sein. Die Barracuda für 16 € ist eine 20mm Cake, 50 Schuss. Silvester 2K oder wer es war, hat die immer ganz gut gefunden. Ich bin da jetzt nicht so überzeugt von. Aber muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Dann gibt es jetzt noch einen Verbund für 23 €. Ironheart 103 Schuss. Ach.
Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Vermutlich mal sehr kleine Bouquets. Keine großartigen Zerleger. Dann gibt es ja noch den Dreamcatcher für 30 Euro. Klassiker mittlerweile, wie ich finde schon. Schöner Verbund. Gab es meiner Meinung nach auch mal vor ein paar Jahren beim Spiel unter einem anderen Namen. Kann sich mal mitnehmen, ist jetzt aber nichts Besonderes. Die drei Amerikaner wieder, vier Schweizer Amerikaner für 8,99. Klassiker kann man sich mitnehmen. Hier jetzt deutschlandweit die Poison für 3,99. Ja, sie ist teurer geblieben. Und sie wird nicht teurer geworden. Also es gibt keine Preiserhöhung beim Aldi. Ich vermute weiterhin, dass das auch in den anderen Discountern sein wird. Aber naja, man hätte auch denken können, alles wird teurer. Miss Camelot, die Raketensets haben jetzt die Aldi Süd-Labelung. Muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden. 18,99 für die Artikel. Lohnt sich jetzt nicht. Ist zwar ein Premium-Set hier mit Diamantsonne und so, aber ist es mir jetzt nicht gerade wert. Dann ist Dynamite Bag, der absolute Klassiker unter den Böller-Sets. 1,99 dieses Jahr. Kann man sich auf jeden Fall mehrmals mitnehmen. Dann hier unten noch den Final Showdown-Verbund für 30 Euro. Kann man machen. Muss man aber auch nicht. Ich gehe jetzt nicht so stark auf die Verbünde ein, weil Discounter-Verbünde sind ja meistens nicht so berauschend. Dann ist Lancelot, ehemalig Indianapolis, Grüße gehen daraus an Great Fireworks. Hat er sich damals immer sehr oft gekauft, beziehungsweise war so sein Klassiker-Set. 17,99 macht man, denke ich mal, nichts mit verkehrt für 18 Raketen. Tipptopp, dieses Set werde ich mir diesmal wahrscheinlich auch mal mitnehmen. Dann gibt es hier noch die Copernicus 86 Schuss Batterie für 8,99. Ja, kann man jetzt nicht mit großen Effekten oder Bouquets rechnen. Ich denke mal, viele Leuchtkugeln, Pfeifer. Dann haben wir unten die Galaxy, das sind einfach zwei, wie heißt die Cake nochmal? Powerbox-ähnliche Batterien im Doppelpack, 2x100 Schuss, wie man da oben lesen kann, für 10 Euro. Zahlt man noch einen Cent mehr, als wenn man sich zwei Powerboxen holt. Oh naja, wenn jetzt nur zu Aldi geht, kann ich die mitnehmen für zwischendurch, lohnen sich jetzt aber nicht so. Und das Avalon ist das ehemalige Cobra-Set. 9,99 eigentlich sehr schönes Raketen-Set, finde ich auch das Final Fantasy von Lidl immer noch besser. Dann eine meiner Lieblings-Discounter von denen, die Pegasus. 2,99, absoluter Klassiker, braucht man nicht viel sagen, kauft euch das Ding, wenn es noch so günstig ist. Dann haben wir noch den Midnight Hunter von denen für 17,99 €, eigentlich auch ganz schönes Teil, genauso wie die Witchcraft. Kann man zwar nicht mit großen Effekten oder Bouquets rechnen, sieht aber trotzdem irgendwie ein bisschen edel aus. 256 kmNm ist jetzt auch nicht viel Geld. Dann haben wir hier noch die Riesenwunderkerzen. Naja, ist jetzt nicht so mein Favorite. Aber hier, wo ich dieses Jahr richtig gespannt drauf bin, ist die Heavy Metal Reloaded 12,99 €. Das Teil werde ich mir ein paar Mal mitnehmen. Ist einfach so mein Ersatz für die Galaxis von Nide, die es ja nicht mehr geben wird. Dann haben wir noch das Supernova Leuchtsortiment, ist das umgelegt von Bombette, meiner Meinung nach. Dann haben wir unten noch die Double Power. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das sind die umgelabelten Double Flash von Lidl oder Double Power, wie sie eigentlich, Double Thunder, wie sie eigentlich halten. Das sind 10 schöne Bombenrohre, auch gar nicht mal so klein. Haben wir hier einmal den, die sind dreifach sortiert. Hier sieht man auch ordentlich verarbeitete Teile. Verschiedenste Effekte. Das ist die 10er Schachtel für 4 Euro, kann man sich auch beim Lidl kaufen. Ich hatte beide mal und ich finde, komischerweise waren die von Lidl dann ja immer ein bisschen besser. Dann haben wir noch die Gladiator, das ist die allseits bekannte Casino Royale von Lidl umgelabelt. Naja, wer es mag. Lange Brenndauer, wenig Schuss. Ist halt recht langsam, ist jetzt nicht so für die Vollzeit-Pyros. Aber für die normale Familie gar nicht so verkehrt. Dann ist Art of Lights, was ich jedem dieses Jahr ins Herz legen kann, ein Riesenleuchtsortiment für 9,99 €, absolute Empfehlung. Genauso wie das Jackpot ist das umgelebte Feuerfeger vom Lidl. Auch Top-Teil, vor allen Dingen die Superballer da draußen sind irgendwie bei mir immer sehr stark. Dann noch das Ivanhoe, ist das umgelabelte Highspeed-Bombe aus dem Lidl. Genauso wie die 4-Glück-Raketen, die sehen jetzt komplett anders aus. Die alten 4-Glück-Raketen gab es zum Beispiel beim Handelshof oder in den BKU-Paketen oder zum Teil auch in der Postenbörse, welche auch Anfang Dezember bzw. Ende November nochmal einen Sonderverkauf für Gewerbekunden hat. So, und dann kommen wir schon zur letzten Seite. Da haben wir noch eine neue Fontäne, bzw. die gab es auch damals schon, die Drachenzauber für 6,99 €.
bin ich jetzt nicht so überzeugt von gewesen. Dann die Fantastic Four, das sind eine meiner Top 3 Bomben. Oh, ein Discounter. Kosten 3,99 4 Stück. Fettes Kaliber, fetter Effekt. Nehmt sie euch mit, gibt es auch beim Lidl im Namen Sky Shots. Dann hier noch den Reco Sky of Diamonds, ist ein Verbund, kann ich jetzt nicht zu sagen, hatte ich noch nicht. Kann man sich mal mitnehmen, aber Discounter-Verbünde bin ich sehr kritisch gegen eingestellt, weil sie meistens nicht so viel drauf haben. Das war das ID-Prospekt, wie ihr gesehen habt. Das Prospekt hat sich jetzt von den Artikeln nicht verändert. Und die Preise sind auch eigentlich gleich geblieben, wenn man so nimmt. Die Mehrwertsteuersenkung gibt es halt nicht mehr. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei der Vorfreudezeit dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich noch einige Videos bringen kann. Die letzten 2 Jahre waren wir recht ruhig auf diesem Kanal, da ja das Verkaufsverbot oder Abgabeverbot die letzten 2 Jahre war. Dieses Jahr wird es anders. Ich habe dieses Jahr die Möglichkeit, ein Feuerwerk zu zünden und ihr auch, da dieses Jahr Stand jetzt Ende November kein Verkaufsverbot verkündet wird, da keine pandemische Lage mehr gilt und somit keine Grundsätze für ein Verbot vorhanden sind. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Dieses Prospekt gibt es auch online als PDF, wenn ihr euch das nochmal genau nachgucken wollt. Kann ich euch auch mal verlinken, weiß ja nicht, ob ich es direkt finde. Und dann würde ich sagen, viel Spaß Leute, bis zum nächsten Video.